Alter, wer fährt hier mit dem Moped lang, Alter? Ich hoffe mal, das hört man da laufen. Nee, ich höre nichts. Jetzt so bei meinem alten Mikro war das wirklich extrem. Sobald hier ein Auto oder ein Motorrad oder irgendwas lang gefahren ist, das hat man so laut gehört. So. Sieht das Ganze hier auch schon mal etwas besser aus, wie die Treppen hier alle ordentlich gemacht sind. Dann baue ich noch Wasser. Oh Mann. Ich hoffe mal, ich habe noch ein paar Eimer hier. Dazu muss ich wieder zu meinem alten Haus laufen. Vielleicht auch noch eine Mauer. So, ich werde jetzt hier rausgehen, mir Wasser holen. Und wenn ich zurückkomme, will ich nicht sehen, dass hier irgendein Monster gespawnt ist. Stimmt, bei den, als ich mir die ganzen Videos angeguckt habe, da hat's ja auch voll oft in deinem Keller, obwohl der komplett ausgeleuchtet ist, das ist so ein Monster die ganze Zeit, ne? Ja. Es war ein bisschen nervig. Ich habe nur einen Eimer, das reicht nicht, um mir eine unendliche Wasserquelle zu machen. Ich versuche also zu fliegen, ey, beim Bauen. Weil von oben sich was anzugucken ist viel cooler, so. Dann sieht man das viel besser. Wie macht man da noch mal einen Zaun? Bei mir sieht das bis jetzt aus wie so ein Altar oder irgendwas. Das aus. Ich hab's Ah, so so macht soll. man den Zaun. Ah, jetzt muss ich aber leider noch einen Eimer holen. Sei denn, ich habe hier noch Eisen. Eisen? Doch, Eisen habe ich hier noch, aber da muss ich trotzdem Wasser holen. Ach, okay, das sind Quarzblöcke, ja. Dann komm, anstatt jetzt das Eisen hier zu verwenden, um nochmal einen neuen Eimer zu machen, dann gehe ich zu meinem Haus. Ich muss ja eh Wasser holen, also. Ich muss mich echt mal damit befassen, was man braucht, um welche Tränke zu machen. Aua. Das ist einfach eigentlich nicht so schwer, meine ich. Also, wenn man es einmal gerafft hat, ist das easy, sich so zu merken, glaube ich. Keine Ahnung. Es gibt halt so viele Tränke. Ach, guck mal, hier haben wir doch Wassereimer. Sehr gut. Ausgezeichnet. Ich könnte ja auch mal wieder eine Angelfolge machen. Wo ich die ganze Zeit hier hinten am Angeln bin. Da war ich auch schon lange nicht mehr bei unserem schönen See. Habe ich so schön gestaltet. Oh. Oh, da hinten guckt es mich an. Was Das guckt dich denn? Grundgerüst meiner Villa starrt mich an und bittet darum, dass ich es fertig baue. Ich habe gerade Kopfschmerzen hier bei mir, da was ich baue. Weil ich mir das so komisch als ausrechnen muss im Kopf so. Das gleich mal ansehen, was du da machst. Ist auch nicht, keine Ahnung, ich bin jetzt erst mal am Probieren und so. Ich weiß auch noch nicht mal, ob das am Ende gut aussehen wird oder so. Oder wie es jetzt aussieht. Ich probiere einfach alles rum so. So, es sieht aber aktuell danach aus,
als ob hier nichts gespawnt ist. Und das gefällt mir. Ach, Mist. Ey, Wasser, hier, da, so. Dahin, dahin, dahin. Ich muss mir auch noch ein Pferd irgendwie besorgen. Ja. Damit, wenn wir mal irgendwie so eine Reise machen, also ein bisschen weiter rauslaufen, alle zusammen dann viel schneller sein so. Obwohl die Frage ist, mehr suchen. Wonach wollen wir denn noch suchen? Also ja, ein Meer oder so. Ja, aber mittlerweile brauchen wir das ja auch nicht mehr, also lohnt sich doch gar nicht mehr noch irgendwas zu suchen außerhalb. Wir haben hier jetzt alles und alles gut. Irgendwie keine Ahnung, was ich hier brauche. So, über Lieblingsmusik haben wir uns unterhalten. Reden wir doch mal über unsere Lieblingsfilme. Lieblingsfilme? Ich habe eigentlich nur Animes. Ja, gut. Lieblingsanimes? One Piece auf jeden Fall. Aha. Schon mal ein, ja, Lieblingsanime eigentlich. Dann habe ich richtig viel noch, was ich mir angucke eigentlich. One Piece ist auch sowas, dass, da habe ich 2 oder 3 Folgen gesehen, aber das ist nicht so meins. Ja, das Ding ist bei dem Anime, da musst du erstmal ein bisschen was gucken. So 1, 2 Folgen ist dann langweilig. Ja, nee, meine Favoriten. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber meine Favoriten aus, ne? Sind tatsächlich eher in Richtung Genre Drama Romantik. Also Angel Beats habe ich gerne gesehen, Clannad habe ich auch mal. Mein absoluter Favorit Tasogare Otome Ex Amnesia. Diese Namen sind immer richtig komisch, ne? Ist halt japanisch. Oh. Aber auf Englisch ist der Titel, glaube ich. Ich könnte ja zu viele Animes nennen. Ich gucke zurzeit auch wieder ein paar neue. Sind gerade wieder. Overlord kennst du nicht, oder? Habe ich schon mal gehört, aber nichts gesehen von. Da ist jetzt auf jeden Fall die 2. Saison draußen und der Anime ist richtig gehypt gerade so. Oh, die 2. Staffel von Senran Kagura kommt raus dieses Jahr. Jetzt kommen, das finde ich geil, an einem neuen Jahr, da kommen immer ganz geile Animes raus oder die 2. Saison von den meisten oder so. So, was ist noch interessant? Letztens kam, ich glaube, mittlerweile die 4. Staffel von dem Höllenmädchen, Jigoku Shoujo. Der Anime war auch wirklich genial. Sagt mir jetzt nichts. Also, das ist, der Name ist so komisch. Geht um dieses Mädchen. Sie hat so eine Website, die man nur um Mitternacht aufrufen kann. Da schreibst du dann den Namen von der Person hin, die du am meisten hast. Und dann taucht dieses Mädchen auf. Und die schickt ihn dann in die Hölle für dich. Aber, so eine Art Death Note, so. Kannst du dann auch nochmal überlegen, also du bekommst dann diese Puppe mit dem roten Faden am Hals. Wenn du den Faden ziehst, dann wird die Person in die Hölle geschickt. Aber als Preis dafür musst du bezahlen, dass du ein Symbol dann auf der Brust hast, was bedeutet, dass du nach deinem Tod auch in die Hölle kommst. Oh. Das ist echt interessant. Da sind ziemlich geile Folgen sind dabei gewesen. Also, warte mal, ich guck mal gerade, was ich zurzeit an Animes gucke. Aber jetzt sind wir vom Thema Filme abgekommen.
Ich guck Black Clover, falls ihr das was sagt. Nee. Jin no Guardian oder so. Dann Deathmatch Kara Hachimaru. Und Grand Crest Senki. Noch nichts von irgendwas davon gehört. Also das sind jetzt neuere, die so draußen sind, so. Aber ansonsten habe ich, also du, so viel geguckt, Alter. Ja, Sword Art ist ja das, was du auch mal geguckt hast, so, ne? Ja, Sword Art Online. Aber den ersten Teil fand ich viel besser als den zweiten Teil, fand ich. Inwiefern den zweiten Teil? Also die Staffel so. Staffel. Ich weiß nicht, also die Staffeln sind ja auch nochmal irgendwie unterteilt in Abschnitte. Staffel 1, Abschnitt 1 ist ja Sword Art Online, Staffel 1, Abschnitt 2 ist Alfheim Online. Da muss ich sagen, also den ersten Abschnitt der ersten Staffel Sword Art Online war schon wirklich geil und das hat mich mega geärgert, dass sie das einfach nur so kurz gemacht haben. Ah. Von der zweiten Staffel Gun Gale Online fand ich eigentlich auch nicht schlecht. Ja, war auch nicht schlecht, Und aber was mich da richtig kommt ja das Spiel gestört hat, jetzt dass es einfach raus, einen nächsten weiblichen Monat. Charakter hatte. Nächsten Monat kommt ja das Spiel raus, Gun Gale Online, Phantom Bullet. Hat dich das nicht gestört, wo der so einen weiblichen Charakter auf einmal hatte, so in der zweiten Staffel? Ja, Weißt du, ich mag von so den einem Kirito coolen überhaupt Charakter nicht. so auf einmal so. Ich mag den Kirito überhaupt nicht. Von Anfang an konnte ich den nicht leiden. Was wollte ich denn jetzt machen? Ich brauche Seeds. Seeds brauche ich. Ich überlege gerade, ob ich gefärbtes Glas benutzen soll oder normales. Mach gefärbtes Glas. Pink. Pinkes Okay. Glas. Tu es. Ich würde gerne weißes, Mann. Was muss ich denn da benutzen? Quarz oder Knochenmehl? Okay. Aber nicht Quarzblöcke, sondern diese Quarzdingens. Ja. Drei, vier, fünf. Wollen wir uns nochmal hinlegen? Ja, Moment, ich bin gerade hier noch was am Markieren quasi. Ich glaube, mein Haus wird Was ist das einfach. denn? Was? Meine Fackeln sind asymmetrisch. Wie? Was ist da Wo los? bist du denn? In meinem Bunker. Nee, hä? Was? Was ist denn hier los? Was soll Soll ich mal das? vorbeikommen? Soll ich mal vorbeikommen? Ja. Ob das bei mir auch so ist? Wieso? Wie habe ich das denn gemacht? Ich habe doch alles immer perfekt ausgezählt und ausgemessen. Hier ist eine Viererlücke. Das war klar, weil der Raum nicht lang genug ist. Deswegen ist da eine Viererlücke, wo sonst immer nur Zweierlücken sind. Aber wenn ich mich auf die andere Seite drehe, dann ist da eine Zweierlücke und die Viererlücke ist eins weiter daneben. Wie konnte das denn passieren? Das ist ein Skandal. Oh Gott. Wieso? Wieso habe ich das gemacht? Und wie gleiche ich das jetzt am besten aus? Und Bist du bei deinem neuen Haus oder in dem Keller, der so riesig ist? in dem großen Ding bin ich, beim Rosengarten. Ich Ach dachte aber auch so. der Symmetrie nach, müsste der Eingang doch dann so groß sein. Also dort Ich war jetzt sitzen. in dem alten Keller da, bei diesem alten Haus, was du hast. Grabe ich mich in den Riss rein. Wieso? Wieso ist hier nur so ein verdammter Riss? Ah. So. Ich glaube, ich sollte doch lieber zurücklaufen. Es nervt gerade im Dunkeln. Ich will mir das aber eigentlich angucken, nur weiß ich nicht mehr genau, wo der Rosengarten war. Hinter diesem Turm irgendwo, ne? Ja. Ich kann dich auch hier hinholen.
Ja, oder so. Das ist natürlich einfacher. Ein Mini-Zombie-Villager hat mich gerade gejagt. Warum haust du mich? Oh, sorry. Ich habe gerade den Mini-Zombie-Villager angegriffen. Ja, hier, die Fackeln an den Wänden, die auf den Holzblöcken sind, die sind asymmetrisch. Ja, guck mal auf die andere Seite. Wie wäre es denn, wenn du so einen Dreierabstand nimmst oder so? Wird das dann gehen? Oder ich weiß sowas? Ich weiß nicht, ob es dann zu dunkel ist. Ja, und hier unten habe ich den Riss. Hör auf! Nein, ich will nur testen, so gucken, ob das gehen würde. Soll ich mal gucken bis hinten hin, so? Also so nur dahin machen, gleich wieder wegmachen. Probier's mal. Dreier Abstand immer. 1, 2, 3. So, ne? Ja. Ich darf jetzt nur nicht runterfallen. Ich bin jetzt nicht der Jump and Run King. Ich hoffe mal, das geht wenigstens. Ja, das wäre besser, glaube ich, oder? Nee. Vorne ist nämlich ein Platz und hier hinten sind dann zwei Plätze frei. Echt? Oder du lässt das so mit Dreierabstand und machst nur um einen Block weiter, aber dann müsstest du... Nein! Ja, das wäre auch scheiße. Ein Viererabstand weiß ich auch nicht. Nein, oh Gott, mach's doch nicht noch größer. Da wird's ja noch dunkler hier. Ich habe so schon Probleme, dass hier nichts spawnt. Das sieht schon ganz nice aus hier. Oh, ich wusste es. Ja, wieso mach ich es mir auch so schwer? Ja. Das hier unten, das ist der Riss. Hier, geh mal gucken. Es sieht schon ganz nice aus hier. Jetzt lässt du hier auch überall deine Steine rumliegen. Deinen polierten Granit hier, den schmeiß ich runter in den Riss. Auch nice. Hier können die Zombies mitspielen. Weg damit. Da muss ich einen Tunnel machen. Oh, du hast das Wasser da weggemacht. Ich bin da fast runtergefallen. Runter von meinen Feldern hier. So, wie komme ich denn hier jetzt wieder zurück? Durch die Tür. Ich meine, wo komme ich hier raus? Beim Rosengarten, ne? Ja. Aber jetzt habe ich auch ein neues Texture Pack und jetzt sieht das noch nicer aus. Du musst dir mal angucken, was ich da für den Müll gebaut habe, schon wieder. Werde ich mir gleich mal ansehen. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich diesen Skandal hier beseitige. Wieso sind denn hier halbe Bäume? Vielleicht weil da ein Creeper explodiert war. Aber ich habe die wieder ganz gemacht. Zwei dahin. Jetzt bei Krosis Haus einfach einen Sandboden hinmachen. So dass irgendwie was drüber noch. So dass wenn der Sand da lang läuft, der ganze Boden einfach fällt. Ja, das habe ich ja schon mal bei dem probiert. TNT-Block, da drauf Sand und da drauf Druckplatten. Und er fällt ja mit dem TNT hinab. Irgendwo hatten wir doch diese Quarzdinger drin, ne? In dieser Truhe. Beim Metaportal. Ich habe keine Ahnung, kann sein. Ich will ja Dings Glas färben, deswegen. Ich guck gerade mal. Hast du einen Block vor das Meter-Ding da gemacht?
Nicht, dass ich wüsste. Aber es hat irgendwie jemand zugebaut. So, Problem beseitigt. Es sind beide Seiten wieder synchron. Ich muss jetzt kurz ins Nether oder so, glaube ich. Oder Knochen irgendwie versorgen. Ich weiß immer noch nicht, ob du, was genau du wirklich dafür brauchst. Also, ich habe keine Ahnung. Ich habe nur geschätzt, dass es das sein könnte. Ich versuch's gerade mal. Ich habe ein bisschen Knochen gefunden, ob das funktioniert. Nee, das geht schon mal nicht. Ich glaube, eine weiße Tulpe oder so. Stimmt, das könnte auch sein. Das müsste klappen. Dann brauche ich gar nicht ins Nether gehen. Bevor ich da mit meiner Diamantensocke sterbe, So. Das Problem ist, hier sind irgendwie weit und breit gar keine Blumen bei uns. Nee, aber wir hatten ja dieses riesige Blumenfeld gefunden, aber das ist schon weit weg. Das war richtig krass, das war ein Paradies da hinten, ne? Wenn man da ein Haus hinbauen würde, das würde richtig nice aussehen. Ich habe keine Steinziegel mehr. Ah, dein Haus ist ja sogar dann in der Nähe von mir. Steinziegel. Ich hatte hier doch noch Steinziegel irgendwo. Alter, du hast auch schon so viel gebaut am Haus. Was? Welches Haus? Dein richtiges Haus. Mein richtiges Haus? Meinst du die große Villa? Ja. Ja, das ist nicht mehr mein richtiges Haus. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich da überhaupt noch was weitermache. Ich glaube, ich werde das abreißen. Ganz ehrlich, da draus könntest du irgendwie so, keine Ahnung, irgendwas machen. Irgendwie so, wie soll ich sagen, ne? Das sieht aus wie so eine Art, so heiliger Ort oder so. Dieses Ding vor der Tür, diese Öffnung, weißt du? Wie so von der Kirche oder sowas. Ja. Das wird die Church of Dagon. Ja, diese Staffel haben wir hier Dagon angebetet. Das bedeutet nächste Staffel wahrscheinlich Shub-Niggurath oder sowas. Überlegen wir uns mal. Boah, ihr baut immer so riesig, Alter. Weil wir sind immer voll die Furzhäuser. So die Mini-Dinger. Bei dir und Klose sind die richtig groß eigentlich. Ich hab ja auch einen großen. Ja, jeder baut, was er hat, hä? Jetzt habe ich mich schon wieder verlaufen, ey. Weil ich bei deinem Haus war. Ach, du verläufst dich auch dauernd. Ich seh mir mal an, was du da jetzt gemacht hast. Keine Ahnung, was das sein soll. Ich hab versucht, so ein rundes Haus zu machen. Jetzt halt noch Glas dahin stellen, wenn ich mal weiße Dinger finden würde. Was? Das Tulpen. Moment, ich muss einen Cut machen.